mich nicht komplett zu blamieren. Das versuche ich zu verhindern. Oh, Scheiße. Bitte. Oh, shit. Tutto bene? No. Oggi tento anche di vincere. Jetzt heisst's Quizzen, was das Zeug hält. Herzlich willkommen zum Mitzug-Quiz. In zwei Runden treten sechs Teams gegeneinander an. Jedes Team besteht aus Quizkandidatinnen und Handballerinnen von der Schweizer Nationalmannschaft. Ins Finale schaffen es aber nur zwei Teams. Die Handballerinnen stellen die Fragen, die die Kandidatinnen so schnell wie möglich beantworten müssen. Regeln kennen. Ja. Sind hier drin? Cheat-Tour. Nervös? Sehr, schon seit gestern. Unendlich nervös. Alle kommen die gleichen Fragen in der gleichen Reihenfolge über. Einfach weiter sagen, wenn du es nicht weißt. Okay. Aber Teamgeist ist gefragt. Weil es kommt auch darauf an, wie gut man die Fragen stellt. Muss man schnell den Timer einstellen? 2 Minuten. Parat. Parat? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Wir starten. Mai. Wer wurde im Handball bei den Männern 2023 Schweizer Meister? Kadette Schaffhausen. Was ist es so nett? Bitte. Mit wem ist Mitsubishi seit 2016 verbunden? Mit Volvo, mit Renault, Nissan, mit Mercedes? Mit Renault. Wie heißt der neueste Mitsubishi, welcher in der Schweiz lanciert? Quale Giocatori di Valamano, Svizzera, ha già vinto per 2 volte la Champions League? A. Nicola Portner, B. Andy Schmidt, C. Leni Rubin. B. Minus. No. Wie oft hat Mitsubishi die Rallye Dakar gewonnen? 8 Mal. Nein. Welches Land hat am meisten Inseln? Malediven. Was ist der Spitzname des ehemaligen deutschen Handballstars Pascal Henz? A. Currywurst, B. Mayo, C. Pommes. Mayo. Pommes. Oh, shit. Wie viel Quadratmeter hat ein Handballfeld? Bitte. In welcher Stadt hat Mitsubishi seinen Hauptsitz? Tokio. Wie viele Spieler stehen zu Spielbeginn eines Matches auf dem Feld? 16. Wie heißt die Gründerfamilie von Mitsubishi? A. Iwasaki, B. Osaka, C. Watanabe. Das Letzte. Ah. Die Zeit ist rum. Ich habe nur Handballfragen können beantworten. Egal. Teilweise ein bisschen tricky Fragen, ein Fangfragen, wo man dann hineingelaufen bin. Ein bisschen euphorisch gewesen, vielleicht schnell die Antworten gegeben, aber hat sich Mühe gegeben. Ich würde sagen, der Roman hat es super gemacht. Man hat gemerkt, dass er da Handballerfahrung hat. So viel eingelesen im Vorfeld und genau heute, was darauf abgekommen ist, sagt man das Falsche. Alle richtigen Antworten sind gezählt und Punkte sind notiert. Aber nur 2 Teams schaffen es ins grosse Finale des Mitzug-Quiz. Es ist mit 11 Punkten der Stefan. Und ebenfalls mit ganzen 11 Punkten dabei ist Astrid. Astrid spielt mit dem Torhüter Mathieu Servalli und der Stefan mit der Mia Emenegger, die auf dem Feld für ihr schnelles Umschaltspiel bekannt ist. Los geht's mit der Astrid und dem Mathieu. Hier sind wir wieder. Ja, auf ein neues. He? So, sind wir heute? Ja. Gut, los geht's. Warum ist ein Handball so klebrig? Wegen dem Herz, was verwendet. Was heißt Danke auf Japanisch? Arigato. 2010 gab es das erste Mitsubishi Elektroauto in der Schweiz. Wie hieß das? A. Imiau, Emue, Imir. C. Wie viel? Nur wer im Colt sitzt, weiß, was läuft. Am Stefan seine Anspannung nimmt sichtlich zu. Wer würde im Handball bei den Frauen 2023 Schweizer Meister? Brünn. Was bedeutet das Mitsubishi-Logo wörtlich übersetzt? Keine Ahnung. Wie lange dauert eine Halbzeit beim Handball? 30 Minuten. Für was steht die Abkürzung KWA? Kilowattstunde. Welche Aktion Filmstar? Ah. Fertig. Gut. Okay. Gut, danke vielmals.
hat sie wieder sehr gut geschlagen. Weniger Fehler, auch sehr gut allgemein zu wissen. Im Nachhinein denke ich, ich hätte wahrscheinlich etwas zackiger müssen antworten geben, dass ich mehr Fragen hätte können durchspielen. Sehr gut vorgelegt. Ob der Stefan das noch toppen kann? Bereit? Mhm. Also jetzt fertig, los. Wieso ist der Handball so klebrig? Hart. Was heisst Danke auf Japanisch? Konnichiwa. 2010 gab es das erste Mitsubishi Elektroauto in der Schweiz. Es hat geheißen Imiau, Emue, Imiev. Imiau. Wie viel? Der Stefan liegt super in der Zeit. Aber es zählen nur die richtigen Antworten. Wer ist Schweizer Meister bei der Frau geworden? Sona. Was? Frauen? Ja. Was bedeutet Mitsubishi Logo wörtlich übersetzt? Drei Raute. Wie lange dauert die Tour der Halbzeit? 30. Für was steht die Abkürzung KWH? Keine Ahnung. KWH Kilowattstunde. Oh Scheiße, ich bin Ingenieur. Welcher Actionfilm hat Mitsubishi Jahrzehnte? Jackie Chan. In welcher Einheit wird der elektrische Widerstand gemessen? Volt, Watt, Ohm. Ohm. Wer wird am Sommer Nazi-Trainer? Michael Sutter, Andi Schmid. Welches Land wird oft als Land der aufgehenden Sonne bezeichnet? Japan. Welche Position wird als Spielmacher bezeichnet? In der Mitte. Genau. Top. Ich würde sagen, es ist sogar besser gelaufen als beim ersten Mal. Mehr von den Fragen sind, glaube ich, richtig beantwortet als falsch. Das ist schon mal positiv zu werten. Ich würde sagen, die Chancen sind gut. 50-50 halt, oder? Wer von euch hat mehr gewusst? Wer wird gewinnen? Und wer darf zusammen mit einer weiteren Person ins Wellnesshotel und mit dem Mitsubishi Colt durch die Gegend fahren? Ist es Astrid? Oder ist es der Stefan? Mit 9 zu 6 Punkten gibt es einen ganz klaren Sieger. Gewonnen hat der Stefan! Was für ein Spiel, was für ein Sieg. Der Handballverband Schweiz und Mitsubishi Motors gratuliert ganz herzlich.